Ja, im Jetzt sind zweiten wir live. Anlauf ist es dann einfach besser. Warum nicht? 17:30 Uhr ist auch eine schöne Zeit. Und ja, in Südfrankreich ist es viel schöneres Wetter. Und ja, der Flug wurde gestrichen. Da musste Dietmar Müller-Elmer zurück ins Hotel. Ja, vielleicht jetzt noch ein paar Tage länger bleiben oder eine Nacht nur. Aber als allererstes herzlich willkommen bei Folge 108 von Generation Hotelier. Sehr liebe Grüße nach Berlin und ja, Herr Müller-Elmer, liebe Grüße nach Südfrankreich. Was verschlägt Sie denn nach Südfrankreich und warum wollen Sie denn zurück nach Deutschland kommen? Also hier in Hamburg scheint die Ja, Sonne. Also deshalb habe ich extra hier hier in die Berlin Gardinen auch. zugemacht. Ja, ich musste nach vielen Jahren, brauchte ich mal wieder ein paar Tage Urlaub. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie das ist. Mit meiner Frau zusammen, und wir hatten sehr wenig Zeit in den letzten Jahren, war viel zu tun. Und jetzt haben wir einfach mal die Zeit genutzt und sind hier nach Südfrankreich gefahren. Wie schön. Ja. Naja, Ja. also ist bestimmt Sehr gut, das tut wärmer, dann auch wie immer gesagt, gut. bei uns. Ja, habe gleich einen Sonnenbrand gekriegt. Oh ja. Aber Sie sehen erholt aus, das ist schon mal etwas. Ja, genau. Ja. Also auch von meiner Seite aus herzlich willkommen, Herr Müller-Elmau. Es freut mich sehr, dass wir uns heute digital sehen. Und wir haben uns ja letztens mal auch mal ganz, ganz lange unterhalten, was mir Ja. noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Und ja, Sie haben zwei wunderschöne Hotels mit Schloss Elmau, bestimmt eins der Hotels in Deutschland, und mit der Orania in Berlin, einer meiner Lieblingshotels. Hab da auch mal übernachtet, hab gegessen. Ich finde es wirklich super. Für Berlin ein ganz, ganz tolles Hotel. Wie springen wir dann auf das Orania Hotel? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Hotel in Berlin, in Kreuzberg, neben interessante Personen, die da leben? Sie hatten ja auch interessante Erfahrungen, da können wir gleich nochmal ein paar Fragen stellen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dort, also gerade in Berlin, auch in Kreuzberg ein Hotel zu öffnen? Höre ich nicht oder hörst du nicht? Nee, ich hör ihn nicht jetzt. Hören Sie Oh, uns? jetzt. Grund sind. Ja, jetzt hörten wir gerade was. Zwischendurch ja, zwischen nein. Jetzt habe ich meine Frage so gut vorbereitet. Er ist eine Woche drauf geübt. Ja, weißt du, also was schon. Wir hören Sie leider nicht. Wird vielleicht von Macron zensiert. Dann Ja, also wir machen ganz kurz warten wir einfach, weiter. dass er gleich wieder reinkommt. Ja. Das ist das Thema Technik. Natürlich sind ja, solche Sendungen live vor Ort miteinander natürlich besonders, aber Ja. ja, wie kann man sonst Südfrankreich, Berlin und Hamburg kombinieren? Ja, also über diese Plattform. Da sind Sie wieder. Um die Frage von Sef mal kurz zu wiederholen, wie sind Sie drauf Ich habe gekommen, um ja in Kreuzberg auf Berlin. was zu Berlin machen? war nicht meine Idee ursprünglich. Das heißt, ich hatte immer die Idee, zusammen mit Amann Resorts, mit dem Gründer von Amann Resorts, Aidin Secker, war von Elmau so begeistert von der Idee des Cultural Hideaway, und er wollte unbedingt ein Joint Venture mit Elmau machen, Amann Elmau. Und seine Idee war, in Amerika und in Japan anzufangen. Und ich habe gesagt, nee, ich würde es nur gerne in New York machen und in Tokio. Ich würde gerne in der Stadt ein Urban Retreat machen und nicht immer nur Ferienhotels, sondern Ferien in der Stadt. Aber ich würde nichts machen, wo nicht die Musik im Mittelpunkt steht. Und er wollte aber unbedingt aufs Land. Und da sage ich, da waren aber keine so tollen Plätze, die er mir gezeigt hat, wo ich gesagt, da kriege ich irgendeinen Künstler hin, und dass er eine Riesengage verlangt. Das können wir uns nicht leisten. Und dann flog er aber bei Amman raus, und ein Russe hat das übernommen, Doronin, glaube ich, und damit war das Projekt erledigt. Aber die Idee, sozusagen ein Elmau in der Stadt zu machen, die war schon in meinem Kopf. Aber dann kam ein Freund auf mich zu, mein Partner auch, und hat mich gebeten, ob ich das nicht in Berlin machen würde. Und dann habe ich gesagt, ich kann das, also kann mir das nicht vorstellen in Berlin, dass sich das rentiert, weil das ist ein so schwieriger Markt und ich höre nur Schlechtes und da kann man kein Geld verdienen und das geht wahrscheinlich nicht, weil ich kann kein billiges Hotel bauen. Also Ja, nee. wenn es wie Elmau ist, ist es sehr aufwendig von der Materialität und alles und so weiter. Aber er hat darauf insistiert und insistiert, und dann irgendwann hat er schon ein Gebäude in Berlin gekauft, da am Oranienplatz, das stand 10 Jahre leer.
Und nach dem G7-Gipfel hatte ich dann Zeit, mir das anzuschauen. Und dann habe ich gesehen, was das für ein tolles Gebäude ist. Und habe ihnen dann gesagt, wenn wir in der Ecke dort eine Bühne als zentrales Element installieren können mit täglich Konzerten der Künstler, die in der Stadt leben, dann würde ich das machen. Da hat er gesagt, Hauptsache, du machst es, egal wie. Und dann sind wir da reingestolpert, sozusagen, ohne zu wissen, wo wir eigentlich genau sind. Das heißt, ich dachte, wir sind in Kreuzberg, wo die Künstler leben. Und das Hotel würde wie ein Wohnzimmer für die Künstler sein und wir würden mit offenen Armen empfangen werden. Aber dann haben mich die Linksextremen, die in Orania sich auch zu Hause fühlen anscheinend oder das als ihr Eigentum betrachten, haben mir dann gesagt, dass also ich wäre der Vorläufer der Gentrifizierung. Also Kultur ist der Vorläufer der Gentrifizierung und das würde also Kreuzberg aufwerten und da seien sie dagegen. Die grüne Bürgermeisterin wollte aber unbedingt, dass wir das dort machen. Aber wir dürften nie das Wort aufwerten benutzen. Das wäre ein Wort, was in Kreuzberg nicht benutzt werden darf. Aber ich sage, wir können es nicht abwerten, weil dreckiger geht nicht, als es schon war. Also schlechter konnte man es nicht machen. Das Haus stand leer, stand unter Wasser. Wir mussten es ja renovieren und wiederherstellen. Und das ist unter Denkmalschutz auch das Gebäude. Und dann habe ich gesehen, dass in der Geschichte, es wurde von einem jüdischen Kaufmann gebaut, 1914 oder 1912. Und es hatte den Zweck eines Oranienpalast-Cafés, in dem jeden Tag Konzerte stattfinden. Also wir dachten, wir stellen nicht nur die Architektur wieder her, sondern wir stellen auch den ursprünglichen Sinn und Zweck dieses Gebäudes wieder her. Und das fand ich eine geniale Fügung. Und wir dachten, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wir sind natürlich dann bekämpft worden, 2 Jahre, ich persönlich vor allen Dingen auch. Obwohl ich selber gar nicht der Eigentümer bin. Ich bin zwar der Architekt, der Innenarchitekt und habe das Management übernommen, habe den Philipp Vogel und seine Frau, die Jenny, engagiert, die das hervorragend managen. Also ich bin jetzt praktisch nur noch im Hintergrund formal Geschäftsführer. Aber es war meine Aufgabe, eben das Team zusammenzustellen, das Konzept, die Architektur und das alles zu machen. Und das habe ich für meinen Freund gemacht, Dietrich von Bötticher, dem das Gebäude gehört. Schloss Elmau hat den Managementvertrag, also es ist unter unserer letzten Verantwortung, aber im Grunde genommen wird das Hotel von Philipp Vogel und Jenny geleitet. Das ist ihr Hotel quasi. Die sind so perfekt, besser geht es überhaupt nicht. Und dieses Paar, diese beiden zusammen, die Musik, das Essen, das Ganze, für mich ist es das schönste Stadthotel der Welt geworden. Und ich freue mich jetzt jedes Mal nach Berlin zu kommen und dorthin zu gehen. Und ich gehe gar nicht aus dem Hotel raus, wenn ich dort bin, weil es so schön ist. Und alle kommen dorthin und wir treffen uns dort. Und es ist das Who's Who der Politik ist dort, das Who's Who der Wirtschaft, Hollywood. Also ich kenne kein Hotel mit einem heterogeneren Publikum, einem kosmopolitischen Publikum. Die Lokalen, selbst die Linksextremen haben sich von dem Essen überzeugen lassen und gehen dorthin. Außer der AfD ist dort alles vertreten und das ist wirklich ein großer Erfolg. Das freut mich, das Da ist können wir toll. nur beglückwünschen. Großartig. Und es ist natürlich auch ein Weg gewesen dahin. Ein schwieriger Weg, ein sehr schwieriger Weg. Und wir haben ja die ersten 2 Jahre Krieg gehabt dort, also ständig bedroht, auch ich persönlich. Der Polizeipräsident hat mich sogar gewarnt, er könnte mich nicht schützen, ich sollte nicht nach Berlin kommen. Und dann kam Corona 2 Jahre und wir haben nicht zugemacht, haben riesige Verluste dadurch gemacht. Und wir waren wirklich kurz davor aufzugeben, wenn das Corona noch viel länger gedauert hätte. Natürlich sind auch die Unterstützungen sind bis heute noch nicht alle bezahlt worden von der Stadt Berlin. Sie wissen, in Berlin dauert alles etwas länger. Irgendwann klappt es dann aber auch. Aber dann, nachdem das Corona vorbei war, hat das Hotel boomt. Seitdem boomt das Hotel und ist unglaublich erfolgreich. Also wir hätten das nicht für möglich gehalten. Es ist eigentlich letztes Jahr das erste Jahr, wo wir ein normales Jahr hatten. Also ein halbes Jahr seit April. Und auch jetzt im Mai, es ist spektakulär und es freut mich wahnsinnig, ja. Ja, Aber großartig. es ist der Verdienst vor allen Dingen von Philipp Vogel und Jenny Vogel, die den Mut gehabt haben, durchzuhalten, trotz der Beleidigung, der Anfeindung. Auch unsere Mitarbeiter, das ganze Team, die wurden ja alle angefeindet, dass wir dort arbeiten. Und wir haben dort über 50 Arbeitsplätze geschaffen, hochbezahlte Arbeitsplätze. Und werden angegriffen und nebendran ist ein Motel One mit 8 Arbeitsplätzen und das wird nicht angegriffen, weil das anscheinend sozialverträglich ist. Also es war sehr schwer zu verstehen. Aber ich glaube, der größte Erfolg von diesem Hotel ist, dass wir
ein unverzichtbarer Teil von Kreuzberg geworden sind, obwohl wir das genaue Gegenteil von Kreuzberg sind. Inwiefern waren Sie, wurden Sie überrascht von diesen Chaoten? Total überrascht, weil ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, Kreuzberg ist kosmopolitisch, so wie wir das sind, und offen. Und ich habe festgestellt, sie sind eben Faschisten, die Linksextremen. Ja? Sie dulden keinen, der... Sie haben mich plakatiert in der Stadt. Ich werde platt gemacht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Mhm. Also wer sich nicht einfügt, der wird fertig gemacht, sozusagen. Ja? Und einfügen heißt, Kreuzberg muss dreckig bleiben, darf nicht schön sein. Mhm. Und damit war ich überrascht. Aber ich sagte dann, wo ich das merkte am Anfang, sagte ich, naja, ihr sagt, ich bin viel mehr als ihr, Kreuzberg. Und dann sagten die, warum? Und dann sagten, ja, ihr seid gegen alles, aber ich bin auch noch gegen euch. Und deswegen bin ich mehr Kreuzberg als ihr. Aber ganz kurz, also Sie haben mir damals, als wir uns getroffen haben, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr haben Sie mir erzählt, wie Sie die rumbekommen haben. Und das ist ja auch eine tolle Geschichte, weil Sie haben nicht dieses Anti gemacht. Genau Gegenteil. Sie haben sie, glaube ich, eingeladen und Sie haben mit ihnen. Ja, wir haben sie eingeladen und sie wollten dann, nachdem sie, sie wollten mich treffen und mich überreden, dass ich da nicht mehr hinkommen soll, dass wir aufhören sollten. Und dann hat ihnen aber das Essen so gut geschmeckt und das Hotel so gut gefallen, dass sie dachten, naja, dann wurden sie erst unter Verdacht gesteckt, wir hätten sie bestochen, was natürlich nicht der Fall war. Ja. Dann war wieder Funkstelle, nach einem halben Jahr haben sie sich wieder gemeldet und gesagt, naja, also wenn wir ihnen irgendwie Geld geben könnten, dann könnten wir uns arrangieren. Dann sage ich, wir zahlen kein Schutzgeld. Mhm. Und für soziale Sachen, wir engagieren uns schon seit von Anfang an, kocht unser Team jede Woche für 800 Obdachlose Essen. Mhm. Aber wir reden nicht darüber, weil wir uns auch nicht anbiedern wollten. Wir haben uns sehr sozial engagiert dort, immer noch. Mhm. Und dann haben sie gesagt, naja, was wir denn sonst irgendwie machen können. Dann sage ich, ich kann Ihnen nur das Wertvollste anbieten, was wir haben. Das ist unser Salon. Und den können Sie haben und den können Sie benutzen für Veranstaltungen und die Einnahmen sind 100% bei Ihnen und Sie brauchen uns nichts dafür zu bezahlen. Mhm. Und daraufhin haben Sie dann gesagt, okay, dann würden Sie ein Konzert veranstalten mit linksextremen Jazzmusikern aus Kreuzberg. Das sage ich, wunderbar, das ist eine Bereicherung für das Programm. Und dann kamen Sie tatsächlich an einem Abend, war das dann festgelegt und da kam ich ins Hotel. Ich dachte, naja, vielleicht ist das nur ein Vorwand, um ins Hotel zu kommen. Ist besser, ich bin vielleicht da. Aha. Da kam ich hin und da saß damals Staatsministerin Grütters, Kulturstaatsministerin, gerade beim Essen mit Wolfgang Kauder von der CDU-Fraktionsvorsitzender. Und dann dachte ich, oh Gott, wenn die jetzt da reinkommen, das könnte schief gehen. Aber es ist nicht schief gegangen. Grütters und Kauder waren total begeistert von der Musik und nach einer halben Stunde saßen die alle am Tisch mit den Linksextremen und tranken Bier und waren bester Gesellschaft. Und das hat irgendwo den Damm gebrochen. Mhm. Und dann aber auch war ein großer Erfolg, glaube ich, dass wir bei dem X-Jazz Festival in Berlin, was also in Kreuzberg jedes Jahr stattfindet, dass von den 60 Konzerten 20 im Hotel stattfanden. Wow. Mhm. Und dadurch kamen ganz viele Leute ins Hotel, die das nur von außen gesehen hatten und als Feindbild und merkten auf einmal, es ist eigentlich ein ganz toller Platz für Kreuzberg. Mhm. Und das hat irgendwie den Bann gebrochen. Irgendwie so eine Oase in Kreuzberg mit viel Kultur. Viel Natur gibt es da ja nicht. Das ist ja eher einer der Teil der Leitsätze von Schloss Elmau. Da ist extrem viel Natur. Wie kommen Sie mit diesem Kontrast klar oder ist genau dieser Kontrast so wunderbar? Naja, das ist der Vorteil ist, Elmau ist ein Cultural Hideaway. In Elmau ist auch die Musik spielt die zentrale Rolle. Das Haus ist um einen Konzertsaal herum gebaut. Und dort treten die berühmtesten Künstler der Welt auf, schon seit über 100 Jahren. Das ist eine einzigartige Tradition. Und es war eigentlich sinnvoll, dass wir in der Hauptstadt der Kultur eine Dependance haben. Mhm. Auch ein Cultural Hideaway in der Stadt sozusagen, ein Retreat. Und insofern, weil viele dieser Künstler, fast alle der Künstler, die in Elmau auftreten, treten auch in Berlin auf. Mhm. Und viele leben auch in Berlin davon. Und deswegen dachten wir, das macht eigentlich sehr viel mehr Sinn als New York. Ja. Und das macht auch sehr viel mehr Sinn, weil es sind viel mehr Künstler in Berlin als in New York. Die Musik spielt in Berlin und nicht mehr in New York. Ach so. Ja. Ja, und es ist, ich glaube auch von der Emotionalität auch ist die Verbindung noch mal viel größer. Ne, innerhalb Deutschlands, natürlich Berlin als Hauptstadt, ne, wo es so viele Kontraste gibt. Und ich sag mal, ja, Luxus, das haben beide Häuser, Orania, wunderschönes Haus.
natürlich Schloss Elmau mit den zwei Flügeln, sehr, sehr luxuriös, aber mit so viel Kontrast zur gleichen Zeit. Und ja, glaub, aber das macht das wieder besonders. Der größte Luxus ist die Musik, ja. Mhm. Und die Kultur, die Hochkultur, die Literatur, die Musik und so weiter. Und natürlich für diese, wenn dafür, dass die ohne Gage auftreten praktisch, mhm. ja, auch im Oranje für eine Mini-Gage und für ein Abendessen, das ist nur möglich, wenn wir ihnen auch das Beste von uns geben. Wir wollen das Beste von denen. Sie wollen einen perfekt gestimmten Flügel, sie wollen ein perfektes Instrument, sie wollen ein gutes Publikum, sie wollen ein sehr gutes Essen. Künstler sind die anspruchsvollsten Gäste, die sie überhaupt haben können, ja. in irgendeinem mhm. Hotel. Und mhm. das ist der Luxus. Elmau und Oranje ist in dem Sinn kein Protz, es ist ganz schlicht alles. Es mhm. sind nur natürliche Materialien aus der ganzen Welt. Es ist eine Mischung von Materialien aus der ganzen Welt. Das ist der Luxus, die Natürlichkeit und das Schöne. Mhm. Ja? Ja. Und natürlich war das für Kreuzberg, die dachten, das wäre gegen Kreuzberg, aber im Gegenteil. Das Oranje wird vor allen Dingen von Kreuzbergern besucht. Das Restaurant ist praktisch jeden Abend ausgebucht, ja. Mhm. Und ich würde sagen, ein Großteil der Gäste sind aus Kreuzberg. Ja, mhm. es hat auch einen guten Ruf in Berlin. Das muss man auch ganz, also. Ja, das liegt auch an Philipp und das liegt vor allen Dingen auch an seiner Ente, an seiner Xberg-Duck. Ja. Er ist ein genialer Koch auch und war lange in China und hat dort gelernt, wie man die Ente nicht macht und macht sie in Berlin jetzt richtig, ja. Okay. sozusagen. Und es ist unglaublich, dieser Erfolg dieser Ente. 80% der Bestellungen sind diese Xberg-Duck. Das ja. liegt auch daran, dass es ein Sharing-Dish ist, dass es unheimlich gut gemacht ist und dass es sehr kommunikativ ist. Ja. Also ich habe ja mich einmal ganz kurz mit Philipp unterhalten können und oder zweimal, aber ich glaube einmal eher. Super nett, super kommunikativ und es war auch ein kurzes, nettes Gespräch und wie gesagt, es bleibt eins meiner Favorite-Hotels in Berlin. Wenn wir ganz kurz auf Elmau, Schloss Elmau zurückkehren, ist es ja, aber ja was ganz anderes. Sie haben ja auch zweimal G7-Gipfel gehabt, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ja, ja. Mhm. Und wie, dass Sie Ihr Hotel gefunden haben, ist klar. Jeder, glaube ich, der einmal bei Ihnen im Hotel war, liebt das Hotel. Wie anstrengend waren denn die Vorbereitungen, gar nicht mal diese Umsetzung, die ist ja dann, das läuft ja irgendwann mal, aber die Vorbereitung, wie anstrengend war das denn für Sie und für Ihre Mannschaft? Also beim ersten Gipfel war das für meine Mannschaft anstrengend, nicht physisch anstrengend, psychisch anstrengend. Ja. Erst einmal, Sie dürfen nichts falsch machen, weil jede Sekunde ist unendlich wertvoll, die Zeit ist knapp. Aber mhm. das Hauptproblem war, dass alle Entscheidungen, letzten Entscheidungen immer nur von der Bundeskanzlerin getroffen werden. Und sie hat natürlich auch andere Sachen zu tun, als nur sich um ein G7 zu kümmern. Mhm. Und insofern werden bis zur letzten Sekunde keine Entscheidungen getroffen. Und das ist sehr schwierig, sich dann vorzubereiten, wenn sie nicht wissen, auf was sie sich vorbereiten sollen. Mhm. Gleichzeitig wusste ich immer, das Protokoll ist Projektion von Macht. Und keine Entscheidung wird getroffen, wenn sie nicht von der Bundeskanzlerin getroffen wird. Und da ist sie gnadenlos konsequent. Und insofern müssen Sie darauf achten, dass niemand irgendetwas vorgreift, was ihr vielleicht die Entscheidungsfreiheit nimmt. Ja. Sie braucht alle Freiheit und dafür ist Elmau, wir müssen improvisieren können. Die machen Pläne 1,5 Jahre vorher bis in die letzte Sekunde, aber dann weiß ich ganz genau, braucht man kein Hellseher sein, dass sich alles Mögliche ändern kann. Und wenn Sie dann nicht improvisieren können, dann sind Sie praktisch geliefert. Aber das Einzige, was wir in Elmau wirklich gut können, ist improvisieren, weil das machen wir das ganze Jahr mit unseren Gästen. Ja, das ist uns auch wieder Kunst in irgendeiner anderen Weise. Bei uns war das ganz normal und deswegen war es nicht schwierig. Aber beim zweiten Gipfel war es total entspannt, weil Olaf Scholz ein unglaublich entspannter Bundeskanzler ist. Mhm. Das ist die reinste Erholung gewesen für uns alle, für das Team. Und seine Wertschätzung gegenüber den einzelnen Mitarbeitern ist extrem. Also ich habe sowas noch nie erlebt, auch gegenüber den anderen Politikern, die er eingeladen hat. Er ist also nicht so eine zentralistische Figur, sollen wir jetzt mal sagen, wie Merkel und auch nicht so eine Art Diktator, sondern er ist also eher offen und entspannt und lässt die anderen Leute auch entscheiden und machen. Und dadurch war das Ganze sehr, sehr viel entspannter als beim ersten Mal. Obwohl beide Gipfel herausragend waren und ein riesiger Erfolg, sowohl politisch wie auch menschlich und auch für das Hotel. Aber für die Mitarbeiter war der zweite Gipfel der leichtere. War nicht beim ersten Gipfel das Bild, wo
wo Obama auf der Bank sitzt, so ausgestreckte Arme und Merkel vor ihm. War das? Ja. Das war doch bei Ihnen, nicht? Oder? Das war bei uns. Das war Zufall, das Bild. Das kam natürlich durch eine Protokolländerung. Solche Bilder können Sie nicht planen. Mhm. Und das Bild ist aber ein hochpolitisches Bild, ein ikonografisches Bild. Das wird auch noch in 100 Jahren in den Geschichtsbüchern drinstehen. Es zeigt zum einen die Nähe zwischen Merkel und Obama und zwischen Deutschland und Amerika. Mhm. Die Vertrautheit, die wahrscheinlich nie größer war zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich würde aber heute sagen, das Verhältnis zwischen Olaf Scholz und Joe Biden ist noch viel enger als zwischen Merkel und Obama. Okay. Und es ist viel offener gegenüber anderen als bei Obama, Merkel. Merkel, Obama war doch sehr exklusiv zwischen nur den beiden. Mhm. Der Rest spielte keine Rolle. Mhm. Bei dem zweiten G7-Gipfel waren alle gleich wichtig. Mhm. Und, von den Persönlichkeiten auch, ne? Die sind mehr auf Augenhöhe, vielleicht beide sehr ruhig. Aber auch die auf der politischen Linie, die sind sich politisch näher, Joe Biden und Olaf Scholz, glaube ich. Ja. Weil das Thema Respekt für den Einzelnen, für die Arbeit, für den Mitarbeiter, für den Arbeiter, das ist bei beiden fundamental. Und das war sehr wichtig. Aber es ist auch der Respekt gegenüber Ländern wie Indien, Südafrika und anderen, die eben nicht nur Zaungäste sind, sondern vollwertige Mitglieder, wenn sie eingeladen werden. Mhm. Die durften auch mit dem Hubschrauber reinfliegen und nicht mit dem Auto fahren wie bei Merkel. Die wurden praktisch genauso behandelt wie alle anderen Staatschefs. Und das hat Olaf Scholz einen enormen Respekt weltweit eingebracht. Ja. Okay. Oh, großartig. Steht der dritte G7-Gipfel schon vor, in Planung in ein paar Jahren? Oder? Nein, das kann man nicht planen. Man kann sich weder bewerben noch planen. Das war Zufall. Ja. Beim ersten Mal war es Zufall und beim zweiten Mal war es auch Zufall. Ja. Aber natürlich muss man, es gibt kein Ort wahrscheinlich, ich würde sagen weltweit, der besser geeignet ist als Schloss Elmau für einen G7-Gipfel. Wir haben mit dem ersten G7-Gipfel und auch mit dem zweiten Standards gesetzt, an denen alle anderen gemessen werden. An Entspanntheit. Sie brauchen eine entspannte Atmosphäre. Sie brauchen eine Atmosphäre, wo keine Sicherheit stört, wo die nicht unsichtbar ist. Das können wir bei uns alles verstecken. Es ist wie Ferien. Mhm. Und Sie brauchen für diese wirklich schwierigen Fragen, politischen Fragen und diese ganzen Interessensunterschiede zwischen den Beteiligten eine enorm schöne und entspannte Atmosphäre, damit überhaupt ein positives Ergebnis erzielt werden kann. Und das ist sowohl beim ersten Gipfel ein wahnsinnig positives Ergebnis, der Durchbruch für den Klimagipfel in Paris, also die totale Dekarbonisierung, das war der erste Gipfel. Und jetzt bei diesem Gipfel war es wichtig, angesichts des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, dass der Westen zusammenhält. Und das ist nicht im geringen Maße Scholz und Joe Biden zu verdanken, dass die den Laden zusammengehalten haben. Mhm. Was die Russen nicht erwartet hatten, was Putin nicht erwartet hatte. Ja? Er hat gedacht, die Deutschen werden sich eher raushalten. Das war ja am Anfang auch zögerlich. Mhm. Aber das war nicht zögerlich, weil der Scholz zögerlich war, sondern es war auch zögerlich, weil Scholz darauf achtete, dass alle Amerika und Deutschland absolut synchron laufen. Mhm. Und das hat es vorher noch nie so gegeben. Und das früher hieß es immer, kein Frieden ohne Russland, jetzt heißt es, kein Frieden ohne Amerika in Europa. Und das ist eine völlige Wende, also die Zeitenwende von Scholz, das ist etwas, was unglaublich war, dass sowas in Deutschland möglich war. Das war wahrscheinlich nur möglich dank Putin, muss man auch sagen. Ohne diesen Krieg wäre es vielleicht nicht möglich gewesen. Mhm. Ja. Ja, ist diese Entwicklung noch mal ein bisschen schneller gegangen. Sie sprechen sehr viel von Politik und ich habe das Gefühl, dass Sie sehr, sehr nah dran sind. Ich glaube, Sie engagieren sich auch politisch. Habe ich das richtig? Ja, ich bin immer politisch engagiert. Elmau ist für mich ein politisches Projekt und es war immer mein Traum, dass dort ein G7 stattfindet. Und ich habe es so wieder aufgebaut und erweitert und gebaut, dass es perfekt für einen G7-Gipfel passt. Dass die dann zufällig sich auch bei mir gerührt haben, das war Glück, ja. Ja. Aber wenn ich nicht das im Kopf gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich auch nicht so gut funktioniert. Ja. Weil die Räumlichkeiten und die ganzen Sachen, die wir gemacht haben, sind perfekt für G7. Ja? Mhm. Und ich habe auch für jeden G7 extra einen Raum nochmal gebaut für die Meetings, damit also kein Temporärbau, sodass man wirklich die beste Umgebung schafft für das, was dort besprochen werden muss. Mhm. Und das war immer mein Wunsch, dass Deutschland und Amerika auf derselben Seite der Geschichte stehen. Und zusammenstehen. Und das ist für mich die Voraussetzung für Freiheit und Frieden in Europa. Und wie wir das jetzt sehen, wie wichtig das ist. Ja? Und insofern habe ich auch sehr viele politische Veranstaltungen in Elmau von Anfang an durchgeführt. Und die Bundeskanzlerin Merkel hat ja damals, wo sie das begründet hat, warum sie sich für Elmau entschieden hat,
nicht nur auf die 100-jährige Musikgeschichte als besonders hingewiesen, sondern auch auf mein politisches Engagement. Mhm. Und dann sagte sie, im Übrigen ist es auch noch ein schöner Platz. Ja. Naja, ich finde es, also ich stimme Ihnen schon überein, dass, glaube ich, also ich liebe es ja, über Politik zu reden, und ich würde auch gerne mal so einen Politik-Talk mitmachen. Alex versteht davon nicht so viel, aber das ist ganz okay. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist auch, dass Putin einfach Europa komplett unterschätzt hat, und das stimme ich Ihnen auch überein. Und ich glaube auch, was Sie auch super machen, weil ich ja auch Literaturtalks mache, in der Vergangenheit und wieder in der Zukunft werde ich auch machen, das macht einfach Spaß, also mit Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu sprechen. Ja, wir haben auch sehr viele Literaturveranstaltungen. Wir hatten gerade vor 2 Wochen 75 Jahre Israel, drei Tage, die es in dieser Art weder auf der ganzen Welt nicht gab, nur in Schloss Elmau. Das hat auch eine Tradition bei uns. Und da waren die berühmtesten Schriftsteller aus Israel eingeladen, aber auch aus Deutschland. Maxim Biller war aus Deutschland dabei. Dann Historiker, die Rechtswissenschaftler, Politiker, auch der israelische Botschafter kam extra hin. Und dann war Lahav Shani, der Chefdirigent der Israel Philharmonic, hat ein Konzert noch gegeben. Avi Avital am nächsten Tag auch noch eins dazu. Wow. Also Elmau ist eine Mischung von Politik, Kultur, Hochkultur, Literatur und Musik. Wie es so einen Ort gibt es nicht ein zweites Mal auf dieser Welt. Und das funktioniert nur aufgrund der hohen Qualität des Hotels. Also ich hätte, wenn wir nicht ein tolles Spa hätten, tolle Restaurants hätten, ein tolles Zimmer und Räumlichkeiten, würde das nicht funktionieren. Auch wenn die mal sagen, ja, Elmau ist teuer, aber Elmau, ich bin jetzt hier in Südfrankreich, das kostet 4-mal so viel wie Elmau und bietet nichts, auch nur ansatzweise von dem, was wir bieten. Ja? Ja. Und das ist halt nur die Destination Côte d'Azur, das Meer ist schön blau und die Sonne scheint, aber sonst inhaltlich ist da nicht gar nichts geboten. Und wir in Deutschland sind immer so abwertend gegenüber Luxus, aber für die Künstler und für die Literaten, auch für die Journalisten im Übrigen und für die Politiker, ist eine entspannte Umgebung und eine schöne Umgebung ist unheimlich wichtig. Mhm. Und das kann man als Luxus verwerfen, aber das sehe ich nicht als verwerflich. Das finde ich, das bemüht sich jeder Mensch, die ärmsten Menschen in Indien, ich habe sehr viel Zeit in meinem Leben in Indien verbracht, versuchen in ihrem Haus und um ihr Haus herum für Schönheit zu sorgen. Mhm. Und alles, was ihnen in Möglichkeiten steht. Und ich habe nur das gemacht, was in meinen bescheidenen Möglichkeiten steht. Und wir haben eine einzigartige Lage, eine spektakuläre Lage, und da kann ich nicht versuchen, ein Motel One, also sehr ich die schätze, die Motel Ones in ihrer Funktion, aber ich kann dort nicht mit einem Minimalismus auftreten. Ich muss versuchen, der Schönheit und der Lage irgendwo gerecht zu werden, und ich muss auch für den Künstler und für den Autor und den Politiker die schönstmögliche und bestmögliche Umgebung bieten. Das ist mein Anspruch. Nicht nur für unsere übrigen Hotelgäste sowieso. Ja, wir versuchen, das Beste draus zu machen, aus dem, was uns gegeben ist. Das ist der Luxus. Ja. Ja. Wie war das damals in Zimmer 54? Das ist ja ein besonderes Zimmer, oder, in Schloss Elmau? Das gibt es nicht mehr, das Zimmer. Das ist damals mit abgerissen worden. Da bin ich geboren in dem Zimmer, aber ich war der einzige Mensch, der jemals in Schloss Elmau geboren wurde. Mhm. Aber das ist Gott sei Dank alles weg, weil ich fand das nicht zeitgemäß. Mhm. Und es war aber nicht dran zu denken, das abzureißen, weil es war ja Denkmalschutz. Aber durch den Brand ist alles zerstört worden und wir mussten es dann abreißen. Und das war ein großer Glücksfall. Ja, und dann hat Ihre Vision ab dem Moment so richtig, ich sag mal, Fahrt aufgenommen, ich sag mal, zum G7-Hotel zu werden? Ich hatte diesen Gedanken, ich wollte nie in die Hotellerie und ich wollte auch nie nach Elmau. Das waren auch alles Zufälle. Aber wo ich dann mehr oder weniger von meinen Freunden überredet wurde, das zu übernehmen, obwohl ich eigentlich auswandern wollte nach Amerika, dann habe ich alles dran gesetzt, das als für meine private Universität. Ich wollte mich mit deutscher Geschichte, mit dem deutschen Antisemitismus speziell auseinandersetzen und habe dann Elmau, anstatt an die Uni zu gehen und weiter Philosophie zu studieren, habe ich dann die berühmtesten Philosophen, Historiker nach Elmau eingeladen. Also ich habe meine private Uni in Elmau eingerichtet. Und das war im Grunde genommen die Grundlage für alle weiteren Veranstaltungen. Die Politik kam dann auch dazu, notgedrungen, weil es geht ja nicht nur darum, etwas zu verstehen, warum es passiert ist, sondern auch zu verhindern, dass es wieder passiert und dass es woanders passiert und dass die Freiheit immer unter bedroht ist und dass sie verteidigt werden muss.
Und für mich ist die Lehre aus der Geschichte ist eben, wie bei Adenauer, die Westbindung ist die Garantie für Frieden und Freiheit in Europa. Mhm. Und insofern habe ich dann alles versucht in Elmau, und das kam dann erst, war es eine Kooperation mit Hebrew University in Israel über Jahre. Wir waren sozusagen das Summer Camp der Hebrew University, auch durch Zufall, weil Freunde von mir dort Professor waren. Und dieselben Fragen von Interesse waren, die mich auch interessiert haben. Und dann kam der German Marshall Fund aus Washington. Der stellvertretende Außenminister aus den USA hat Elmau entdeckt und hat dann Elmau zu einem Treffpunkt für amerikanische und europäische Politiker gemacht. Und insofern, wo dann in Elmau waren bisher mehr amerikanische Politiker als deutsche Politiker zu Gast in den letzten 20 Jahren. Und der G7 ist fast mehr oder weniger, es hat alles darauf hingelaufen. Und wo ich das Haus wieder aufgebaut habe, habe ich speziell versucht, so zu bauen, dass es meine Chancen, ein G7, nicht ein G8, ich wollte nie ein G8, ich wollte Putin nicht dabei haben, weil er ist ein Feind der Freiheit gewesen, von Anfang an. Er war nie ein Freund der Freiheit. Ich weiß gar nicht, warum sich so viele von ihm haben täuschen lassen in Deutschland. Wahrscheinlich, weil sie auch nicht vielleicht Freunde der Freiheit waren, sondern eher andere Interessen hatten. Und deswegen war es ein Glücksfall, dass er rausgeschmissen wurde im Jahr vorher, natürlich unglücklicherweise wegen der Krim-Annexion. Und ich dachte, ich könnte die Chancen erhöhen für ein G7, wenn ich identische Präsidentensuiten habe. Und weil das wichtig ist, dass jeder gleich behandelt wird. Und gleichzeitig ist der amerikanische Präsident gleicher als alle anderen Gleichen. Und deswegen haben wir für den amerikanischen Präsidenten ein West Wing, einen eigenen Flügel, wo immer das oberste Stockwerk hat für sich alleine und darunter ein Stockwerk nur mit Amerikanern. Das ist unheimlich wichtig. Also Elmau ist perfekt für diese Sache. Und gleichzeitig ist in dem Retreat sind 6 identische Präsidentensuiten für die anderen 6 Teilnehmer. Und das hat es noch nie gegeben, dass die alle in demselben Hotel in identischen Präsidentensuiten wohnen. Und das macht einen riesen Unterschied in der Wertschätzung, in der gegenseitigen. Und das ist für so einen Erfolg von so einem Gipfel unheimlich wichtig. Ja? Und dann ist es einem den Gipfel der kurzen Wege. Sie müssen nicht durch viele Sicherheitsschranken. Sie sind alle in einem Haus. Sie haben im Yoga-Pavillon die große Konferenz. Sie haben im Restaurant haben Sie ihr Abendessen. Im Summit-Pavillon haben Sie Bilateral Meetings. Und nur die Presse, für die Presse muss etwas gebaut werden. Für diese paar tausend Journalisten, die daran teilnehmen, wird ein Pressezentrum in Garmisch errichtet und ein Satellitenpressezentrum in Elmau. Und das ist eigentlich der größte Aufwand bei so einem Gipfel, ist die Errichtung dieser Zelte für die Presse. Okay. Ja. Naja, also wenn Sie nochmal ein Israel-Event machen und Sie haben noch ein Plätzchen frei, komme ich, würde ich gerne mal vorbeischauen. Ja, schade, dass Sie es verpasst haben. Es wurde ja groß beschrieben in der FAZ und in der Süddeutschen Zeitung. Ja, habe ich. Es war ein Riesenerfolg. Es war wirklich ein außergewöhnlicher Ereignis. Und auch der israelische Botschafter Prosa war schwerst beeindruckt von dieser Veranstaltung in Schloss Elmau. Der ist auch super nett. Ich habe ihn am Dienstag getroffen, hier in Berlin zur Veranstaltung. Und da haben wir uns wieder zum Essen verabredet. Jedenfalls, dass wir es wieder, weil der wirklich super nett ist. Wenn Sie mal in Berlin sind, können wir ein Dreiergespräch machen. Gerne, gerne. Er ist ein beeindruckender Mann und er hat klare Worte und er hat keine Illusionen, sieht auch die Probleme in Deutschland ganz klar. Und es hat ihn immer gewundert, warum gerade im Osten von Deutschland so viel die AfD so stark ist. Ja? Und das hat mich auch immer gefragt, warum in Deutschland vor allen Dingen die Protestanten auf der Seite der Feinde der Freiheit stehen, vor allen Dingen. Und nicht andere, ja. Und eben Ostdeutschland ist eben überwiegend protestantisch. Und während Hitler wäre nie an die Macht gekommen, ohne die Wahlerfolge im Osten. Und wenn Sie die Electoral Map übereinanderlegen von 33 und die letzte Bundestagswahl, dann sehen Sie überall, wo die NSDAP die stärkste Fraktion war, ist heute die AfD die stärkste Fraktion. Okay. Und da war der Prosa sehr überrascht, wo ich ihn darauf hingewiesen habe, dass wir in Deutschland ein Problem mit dem Lutherprotestantismus haben, weil das ein ganz anderes Ideal von Freiheit ist als das amerikanisch-jüdische Ideal von Freiheit. Das ist das Ideal der Freiheit vom Ich. Ja. Die Volksgemeinschaft ist das Wichtigste, nicht das Ich, das Individuum. So wie bei Putin. Du bist nichts, das Volk ist alles. Das ist Hitler und Putin, ja? Und natürlich ist es seit Jahrhunderten gewachsen. Es ist nicht einfach, was dagegen zu unternehmen. Aber man muss erstmal die Ursache sehen, um zu sehen, wie kann man damit umgehen. Ja. Ja. Und ein anderes Thema, womit wir umgehen müssen in der aktuellen Zeit, und das ist so unfassbar aktuell, weil Sie sprechen viel von Kultur,
Natur, aber wir sprechen jetzt auch von künstlicher Intelligenz. Ist das eine Gefahr für die Kunst, die Kultur, die Musik? Wie gehen Sie da aktuell mit um oder wie ist Ihre Meinung zu künstlicher Intelligenz, ChatGPT und die verschiedensten anderen Plattformen? Also ich finde den Begriff nicht so ganz passend, weil das, was dort passiert, ist ja natürlich programmiert. Das heißt, die Intelligenz kommt von den Menschen. Ja, und das, was jetzt die neue Dimension ist, dass durch diese extremen Rechengeschwindigkeiten und Kombinationsmöglichkeiten sie viel schneller Ergebnisse erzielen können aus einem riesigen Datenschatz, als das vielleicht ein menschliches Gehirn kann, weil er gar nicht so viel im Kopf vielleicht alles speichern kann gleichzeitig. Mhm. Ja. Aber ich sehe das so wie alle technischen Fortschritte. Das hat Vor- und Nachteile. Mhm. Geld kann man gut nutzen und schlecht nutzen. Das Internet kann man, Twitter kann man für, der Trump kann Twitter nutzen und auch ein Heiliger könnte Twitter nutzen. Ja? Mhm. Also es kommt immer darauf an, was man draus macht. Und ich glaube, man darf nicht immer negativ sehen, sondern man muss immer das Positive eigentlich dabei sehen und dann sagen, wir müssen uns aber auch mit Artificial Intelligence gegen die Feinde der Freiheit wehren. Und uns nicht einfach wehrlos hinstellen und diese ganzen Technologien den Feinden der Freiheit überlassen. Ja. Wir können die genauso benutzen. Facebook war auch ein Medium für, der Verteidigung der Freiheit im arabischen Frühling und in Iran und so weiter und so fort. Von Widerstand kann es auch genutzt werden. Natürlich gibt es dann Firmen, die das hacken und es gibt auch Firmen, die das missbrauchen. Auch Leute, die eigentlich Freunde der Freiheit sind, entwickeln Software, die von den Feinden der Freiheit genutzt wird, um die Freunde der Freiheit zu bekämpfen. Aber es kommt immer darauf an, wer nutzt das System besser. Also wir müssen einfach darauf achten, dass die Freunde der Freiheit das System besser nutzen und sich verteidigen. Und Angriff ist manchmal die beste Verteidigung. Ich bin in einer Stiftung, die unter anderem auch Antisemitismus bekämpft, eine große Stiftung in Berlin auch einen Sitz hat. Und da unterstützen wir Softwarefirmen in Berlin, die im Internet Hate Speech bekämpfen. Und die Leute versucht, dingfest zu machen und vors Gericht zu bringen. Und da, man kann auch mit Software solche Sachen machen. Also, und das kann man mit künstlicher Intelligenz rausfinden. Wo sitzen diese Hintermänner? Ja. Das ist ja nicht, kommt ja nicht von alleine. Es ist ja nicht der Computer, der sich das alles ausdenkt. Das sind ja Leute, die diese Mittel nutzen, um. Und da, ich denke mal, da muss also auch die Polizei damit lernen, umzugehen. Die Politik muss lernen, damit umzugehen. Mhm. Aber es wird sicher eine Erweiterung der Möglichkeiten im Guten wie im Schlechten sein. Aber ist die Politik in Deutschland entscheidungsfähig, also von der Geschwindigkeit, sodass wir da wirklich mitkommen können? Weil ich habe immer das Gefühl, dass viele Entscheidungen so langsam getroffen werden. Und das hat nichts mit Scholz jetzt zu tun, weil denken viele, dass er sehr, sehr langsam entscheidet. Aber diese Fortschritte. Aber ich glaube, in einer Demokratie, in einer komplexen Demokratie, wie die westlichen Gesellschaften alle sind, geht alles nur langsam. Mhm. Wir sind keine Diktatur wie in China. Das hat Vor- und Nachteile, aber sie müssen die Bevölkerung mitnehmen. Und das braucht alles Zeit. Ich meine, die Merkel hat vor gar nicht so langer Zeit gesagt, wir lernen erst jetzt langsam das Internet verstehen, nach 20 Jahren. Dauert das etwas länger. Mhm. Und es ist unheimlich komplex, weil sie haben in der Politik eine Unzahl von Unterschieden. Jetzt hören wir nichts. Ihr Ton ist wieder weg. Gerade jetzt wird es spannend. Jetzt hören wir den Interesse. Mich jetzt wieder? Ja. Also es geht um den Ausgleich von Interessen und es gibt so viele unterschiedliche Interessen und das alles auszugleichen ist ein mühsamer Prozess in der Politik und am Ende brauchen sie Mehrheiten. Mhm. Und jeder versucht auf diesem Weg dorthin möglichst viel für sich rauszuschlagen und deswegen dauert es so lange. Mhm. Ja? Ja. Wenn nur einer entscheiden würde, ging es schneller, aber es wäre vielleicht viel gefährlicher. Also das ist der Vor- und Nachteil der Demokratie. Es ist langsam, aber dafür ist es nachhaltiger nachher. Ja, und auch sicherer für die Bürger. Sicherer für die Bürger. Es ist natürlich lähmend langsam alles, genau. Auch bei der Einwanderungspolitik. Ja, dass wir endlich legale Einwanderung kriegen, um die illegale zu reduzieren. Mhm. Das Wort Einwanderung war ein Tabuwort in Deutschland. Erst jetzt langsam, obwohl auch schon die Merkel das eigentlich schon vor 7, 8 Jahren in Gang gesetzt hat, dass wir ein Zuwanderungsgesetz bekommen. Aber die bürokratischen Hürden waren noch zu hoch und sind immer noch zu hoch. Ja. Es ist immer noch unendlich mühsam und schwierig. Aber ich habe inzwischen sehr viel Verständnis gewonnen, dass man die Menschen auch nicht überfordern kann. Also auch die Politiker haben Angst um ihren Wahlkreis. Ja? Sie wollen alle wiedergewählt werden. Und erst wenn die merken, dass sie
die Wahl verlieren, wenn sie nicht für Zuwanderung sind, dann werden sie für Zuwanderung sein. Kein Politiker macht etwas, wo er Angst hat, dass er Stimmen verliert. Und deswegen muss man den Leuten das erklären, dass legale Zuwanderung illegale stoppen kann und reduzieren kann. Ich glaube, mit der Einwanderung, das ging auf eine Seite ja zu schnell, aber viele verstehen auch gar nicht, in welche Situation wir schon damals waren. Ja. Also ich rede gar nicht über Fachkräfte, ich mag diesen Begriff nicht, ich sage einfach Arbeitskräfte. Genau. Und wo wir schon 2017, 2018 in Fehler, also diese Angst, ja, wir holen jetzt die rein, wir holen die anderen rein, das ist jetzt auch, und jetzt sind wir in einem Schlamassel, in Anführungszeichen, und auch jetzt ist es immer noch schwierig, Leute aus anderen Ländern reinzuholen, da gibt es diesen Punktesystem, was die jetzt haben, alles besser als gar nichts, sage ich immer. Ja. Aber wir sind noch gar nicht da drin. Auf der anderen Seite sollten wir auch aufpassen, wenn wir jetzt Arbeitskräfte aus Afrika holen, was passiert denn in Afrika? Also jetzt nur... Naja, der Vorteil ist halt der, ich habe das selber miterlebt in Indien, weil ich ja meine Softwarefirma auch in Indien hatte. Und wissen Sie, für jeden, der kommt, erstmal ertrinkt er nicht mehr im Mittelmeer und dafür bleibt die ganze Familie zu Hause und er ernährt das ganze Dorf unter Umständen. Ja. Und das verkennen wir. Die Überweisung der Migranten nach Hause sind ein Vielfaches der gesamten Hilfe für die Dritte Welt von der Weltbank und allen Staaten zusammen. Also nichts hilft den Menschen mehr als die Möglichkeit, legal im Westen zu arbeiten. Und alle würden gerne in den Westen kommen. Nicht alle, die meisten würden gerne zu Hause bleiben, aber es gibt eben keine Chance. Das heißt, wenn wir sagen, wir nehmen denen die Besten weg, nein, warum soll er denn da bleiben? Er hat ja keinen Job. Und ich habe immer dafür plädiert und plädiere immer noch dafür und habe mich da auch sehr politisch engagiert, dass wir in Ausbildung investieren in diesen Ländern und dann denjenigen, die einen guten Abschluss machen, die sich qualifizieren, automatisch eine Arbeitserlaubnis geben hier. Ja. Dann werden die Leute dort studieren. Das macht jetzt keinen Sinn für sie, dort zu studieren, wenn sie keinen Job danach kriegen. Sie sind Arzt und können nicht arbeiten. Und bei uns fehlt alles. Bei uns fehlen Ärzte, Handwerker, Hotelleute, alles fehlt in Deutschland. Aber das Problem ist, und ich glaube, Scholz hat das erkannt, er hat es auch schon in der letzten Flüchtlingskrise mit der Westbalkanregelung gemacht, man muss Abkommen treffen mit diesen Ländern, dass sie die illegale Einwanderung zurücknehmen, die keine Chance auf Asyl hat, und dafür gibt man ihnen im Gegenzug eben legale Arbeitsvisa. Und das hat er jetzt, dafür gibt es einen Beauftragten in der Bundesregierung, und das muss jetzt in Gang kommen und das wird in Gang kommen. Da sind alle dran interessiert. Alle Länder sind an legaler Auswanderung und Einwanderung interessiert. Auch die Staaten Afrikas. Und Afrika hat riesige Talente, Indien unendliche Talente, fantastische Talente. Im Westen gibt es nichts mehr. Wir leiden alle unter Arbeitskräftemangel. Auch in Asien teilweise, Thailand gibt es auch nicht mehr genug Leute. Und so weiter. Das heißt, jetzt muss man halt Stück für Stück mit den Ländern diese Abkommen treffen. Und hoffentlich, ich bin ganz sicher, dass es funktioniert, weil im Balkan hat es funktioniert. In der ersten Flüchtlingswelle waren 800.000 Flüchtlinge, die kamen. Und Scholz, diese Westbalkan mit Merkel vorgeschlagen, die haben 20.000 Arbeitsvisa bekommen oder 25.000 und dafür alle anderen zurückgegangen oder fast alle. Und jetzt wird das 50.000. Dadurch kann man die Einwanderung steuern und man kann es legal machen. Man braucht niemanden, der trinkt. Also ich glaube, es ist moralisch viel höherwertig als das, was wir jetzt zurzeit machen. Aber diese wir haben keine Wohnungsnot in Berlin. In Leute, also wir finden ja gar keine Wohnung für die Leute. Das ist ein sehr komplexes Problem. Und ich glaube, es wird an allen Ecken und Enden daran gearbeitet. Ich sehe das, weil ich bin teilweise direkt involviert gewesen darin. Ich sehe, wie mühsam es ist, 2 Schritte vorwärts, 1 Schritt zurück. Aber die Richtung stimmt. Ich glaube, alle haben kapiert, worum es geht, alle Parteien. Ich glaube, auch die AfD ist gar nicht so radikal dagegen, wie es vielleicht erst scheint. Ja? Und Joe Biden hat es vorgemacht. Er hat mit Kuba, Haiti, Venezuela und Nicaragua Abkommen getroffen, dass sie 20.000 Arbeitsvisa pro Jahr kriegen, legal, wenn sie alle illegalen Flüchtlinge wieder zurücknehmen. Und das 90% sind Flüchtlinge zurückgegangen aus diesen 90% innerhalb kürzester Zeit, weil kein Mensch ist so blöd und riskiert eine illegale Einwanderung, bei der er dann, wenn er erwischt wird, 5 Jahre nicht mehr nach Amerika kommen kann. Er versucht es lieber legal. Und alles, was er braucht in Amerika, die sind eben pragmatischer als wir, ist ein Sponsor in Amerika, der ihm einen Arbeitsplatz garantiert.
dann kann er sofort kommen. Und dann kann man die Zahl auch erhöhen, weil auch Amerika hat eine unheimliche Knappheit an Arbeitskräften. Absolut. Ja? Absolut. Das fehlt an allen Ecken und Enden. Ja, es hat vieles auch was Soziales zu tun und auch dieses, müssen wir gucken. Wir haben, willst du was fragen? Sonst, ich probiere was zu fragen, ja. probier. Sie sind jetzt im Urlaub gewesen und hat sich da eine neue Bühne aufgetan? Haben Sie neue Visionen kreiert, weil Sie einfach jetzt mal die Batterie ein bisschen aufladen konnten, den Kopf ein bisschen freier haben konnten? Gibt es eine dritte Oase der Kultur? Nein, das war für mich alles ja nur Zufall und ich hatte nie die Absicht, in der Hotellerie zu landen. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwo hinfahre, sehe ich, wie exzeptionell Schloss Elmau ist und was für ein tolles Land auch Deutschland ist, was wir alles bieten. Sonne ist nicht alles, ja. Das Hotel baut man für schlechtes Wetter. diese Hotels hier sind ein halbes Jahr leer. Mindestens, ja, das ist nicht so einfach. Es sieht alles so toll aus und dann in dem anderen halben Jahr sind sie so wie in Österreich, die Skihotels, wahnsinnig teuer. Aber ich glaube, wir haben eben doch viel zu bieten und Schloss Elmau, ich bin immer wieder überrascht, ich neige dazu, alles immer sehr pessimistisch zu sehen und immer sehr kritisch, bin sehr selbstkritisch, ja, was können wir noch besser machen und besser machen. Aber jedes Mal, wenn ich woanders hinfahre, dann laufe ich Gefahr zu sehen, wir sind schon ziemlich gut, was eigentlich kein guter Gedanke ist, weil man darf nicht denken, dass man gut ist. Ja. Ja. Ich glaube, ein bisschen positiver manchmal denken tut auch nicht weh, macht auch nicht so viel Kopfschmerzen. Aber ja, positiv denken ist ja, das positive Denken kommt ja daher, dass man denkt, man könnte besser werden. Wissen Sie, wenn Sie nicht mehr denken können, dass Sie besser werden können, dann sind Sie nicht mehr positiv und dann sind Sie auch nicht mehr gut. Mhm. Also es ist unheimlich wichtig, immer zu glauben, dass man noch besser werden kann. Genau so ist es. Die Visionen immer weiterentwickeln und immer verfeinern, verbessern. Genau. Was wir zum Beispiel sehen, Deutschland ist keine Destination und Bayern, Oberbayern, die Berge, ja, so wie Italien, die Toskana, Côte d'Azur. Und zum Beispiel auch Hamburg oder Berlin ist vielleicht die einzige Destination in Deutschland als Stadt, ja, weil da fahren gerne viele hin, weil es unheimlich viel zu bieten hat. Aber andere Regionen in Deutschland haben auch unheimlich viel zu bieten, aber sie haben die Destination nicht vermarktet. Sie reden nur über ihren Betrieb und nicht über da, wo sie sind. Und ich glaube, das muss man mehr machen. Ja? Auch auf der internationalen Bühne. Ne? Ich sage mal, Berlin ist bekannt. Wir sind sehr aktiv in Amerika. Wir haben sehr viele Gäste aus Amerika. Wir sind sehr aktiv in England. Wir haben unheimlich viel Interesse jetzt aus Indien, was mir besonders am Herzen liegt. Wir haben ganz viel Interesse aus Israel. Wir haben viele Gäste aus Israel. Was mir auch besonders am Herzen liegt, das ist eine sehr enge Verbindung zu Indien, Israel, Amerika, das sind die drei Länder. Und das Interessante ist, das sind auch die drei Länder, wo wir PR-Agenturen haben, wo wir mit Agenturen zusammenarbeiten, weil das halt auch Menschen sind, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Mhm. Das ist immer sehr persönlich alles. Also es ist nicht nur praktisch, es hängt immer auch mit persönlichen Kontakten zusammen. Ja. Aber ein Hotel in diesen Ländern wollen Sie jetzt nicht eröffnen? Nein, es gab einen Sepp Wertheimer, einer der reichsten und erfolgreichsten Unternehmer in Israel, hat immer versucht, mich zu überreden, ein Schloss Elmau in Israel, in Nablus und mit ihm zu machen, weil er fand das Modell Elmau so unglaublich toll, auch mit den Lehrlingen, mit der Ausbildung. Wir haben sehr viele Studenten, 30% unserer Mitarbeiter sind Studenten, also machen einen Bachelor oder machen eine Ausbildung. Und das wollte er auch in Israel machen, aber ich bin kein Hotelier und ich habe das nur aus Verpflichtung gegenüber meiner Familie überhaupt mich dazu überreden lassen, aus Verpflichtung gegenüber dieser einzigartigen Tradition. Mhm. Also ohne diese Musiktradition wäre ich nie und nimmer nach Elmau gegangen, weil nur ein Hotel zu haben, dafür gibt es Leute, die das viel besser können als ich. Da bin ich der Letzte, der da qualifiziert. Aber ich glaube, Sie stapeln jetzt auch ein bisschen tief. Nein, ich stapel nicht tief, weil ich habe wirklich keine Ahnung, weder von Essen noch von Trinken. Ich habe keine Ahnung von, ich bin wirklich kein Hotelier. Und das wird auch nichts mehr bei mir daraus. aber ich bin gerne Gast. Also mein größter Luxus ist, Fremder im eigenen Hotel zu sein. Das ist mein größter Luxus. Machen wir es anders, Herr Müller-Elmau. Wenn Sie wieder mal in Berlin sind, dann lade ich Sie zu uns in ein tolles israelisches Restaurant ein. Mhm. Sie können sich aussuchen, israelisch, mexikanisch-israelisch oder fein-israelisch. Fein da werden Sie bestimmt Spaß haben und wenn wir Glück haben, kommt der Ron Posor auch dabei. Sehr schön. Eine ganz kurze, ich sehe gerade, mein Akku gehört gleich leer, weil wir so viel gesprochen haben, aber haben Sie eine Frage an uns? Eine Frage, was bezwecken Sie mit diesem Podcast? Also ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie davon gehört hatte, außer nach das Rosen, dass Sie mich darauf angesprochen haben. Aber
Wer hört dazu? Wen interessiert das, was wir hier besprechen? Also ich kann sagen, wir haben einen Zuhörer aus Israel, der Joseph Fischer. Ah ja. Jedenfalls ist der sehr aktiv beim Kommentieren. Wir haben jetzt die 108. Sendung. Wir haben zwischen Alexander Eisenbrei, Markus Lute, Horst Schulze hatten wir gehabt. Also zweimal. Zweimal sogar. Aber die Frage war, wer schaut denn zu? Also es ist sehr, Kolleginnen sehr breit. Und Kollegen. Ja, Kollegen, Talente, die sich auch weiterentwickeln wollen, weil wir haben immer wirklich tolle Gäste, die uns ganz viel Input geben. Wir lernen und wachsen nur durch die Sendung auch schon. Wir haben die Sendung vor ein bisschen über 3 Jahren, genau als die Pandemie angefangen hat, haben wir losgelegt mit der ersten Sendung, um ja uns auch auszutauschen innerhalb der Hotellerie in dieser schwierigen Zeit, die wir ja alle hatten. Und Sie sind auch Hotelier? Im Side Design Hotel in Hamburg. Ah genau. Ja, toll, das ist ein schönes Hotel. Absolut. Ja. Absolut. Ja, und da einfach das Hoteliers-Netzwerk noch mehr zu verbinden, füreinander, miteinander da zu sein und zu wachsen und uns auszutauschen. Ja. Toll. Vielen Dank. Ja, das ist wunderbar. Also vielen Dank für die Gelegenheit und nochmals vielmals Entschuldigung, dass ich mich verspätet habe. Alles gut. Danke Ihnen, dass Sie dabei sind und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, gerne. Es war eine Freude. Ganz lieben Dank. Danke. Kommen Sie gut zurück nach Elmau.